Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu dem zweiten Teil unseres Kongresses begrüßen, zur Podiumsrunde. Und es sind drei Gäste hinzugekommen, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Das ist zum einen Elke Betzner hier. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben und engagiert sich schon seit fast 40 Jahren, man kann es kaum glauben, für das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende. Vor ihrer Tätigkeit in der DGHS war sie unter anderem Präsidentin von Exit Deutsche Schweiz sowie von Right to Die, das ist die europäische Dachgesellschaft der Organisationen, die sich für Selbstbestimmung am Lebensende einsetzen. Es freut mich sehr, Sie in dieser Podiumsrunde begrüßen zu dürfen. Erwin Kress ist Diplom-Physiker. Zwischen 2000 und 2006, hier vorne sitzt er, war er Mitglied im Bundesvorstand des Humanistischen Verbands Deutschlands, HVD. Seit 2011 ist er Vizepräsident des HVD sowie Sprecher zum Thema Autonomie am Lebensende. Herzlich willkommen auch in dieser Runde. Sie können mich quatschen. Last but not least darf ich hier neben mir Rosemarie Mill begrüßen. Sie war bis vor kurzem, bis September, glaube ich, ne? Professorin für öffentliches Recht, Staatslehre und Rechtstheorie im Fachbereich Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität. Von 1996 bis 2006 war sie Verfassungsrichterin des Landes Brandenburg. Seit 1996 ist sie Mitglied der Grundwertekommission der SPD und seit 2005 Bundesvorsitzende der Humanistischen Union. Herzlich willkommen, Frau Bell. Entschuldigung. Ich war seit 2005, aber dann nur 8 Jahre Bundesvorsitzende der Humanistischen Union. Unser Bundesvorsitzender sitzt dort, Herr Kerstin. Hi. Okay, Entschuldigung. Tiefe Verneigung. Hier sehen Sie den Vorsitzenden der HU. Sie ist es nicht mehr. Okay, es war nur bis 2013. Aber in der Grundwertekommission ist es. Ich bin Vorstand der Humanistischen Union nach wie vor. Und ich denke, dass ich auch für die Humanistische Union hier sitze. Wunderbar. Christian Arnold ist im Moment noch nicht da. Und es liegt daran, dass er noch ein Interview hat mit den Tagesthemen. Die wollen am nächsten Donnerstag einen größeren Beitrag bringen, wo auch die Perspektiven des Bündnisses artikuliert werden sollen oder berichtet werden sollen. Ja, schauen wir mal an, was wir mit der geballten Kompetenz auf diesem Podium jetzt anfangen können. Meine erste Frage möchte ich an Frau Betzner richten. Sie haben ja zwei Staatsangehörigkeiten, die deutsche und die Schweizer, und haben die Sterbehilfe-Debatte in beiden Ländern natürlich intensiv verfolgt, zum Teil ja mitgeprägt. Sind Ihnen dabei gravierende Unterschiede aufgefallen und glauben Sie, dass sich die sozialen, politischen und juristischen Rahmenbedingungen für die Sterbehilfe hier in Deutschland nun wirklich verschlechtern werden? Oder denken Sie auch, dass wir, wie es Herr Sträthin sagte, eigentlich nur einen Wimpernschlag davon entfernt sind, hier tatsächlich ein nicht nur progressives Recht, sondern auch eine progressive Praxis zu haben? Man muss ja optimistisch sein, wenn man von einem Wimpernschlag sprechen will. Ich bin es nicht ganz, denn ich sehe, dass die direkte Demokratie in der Schweiz ganz einfach anders funktioniert, als sie hier in Deutschland je möglich wäre. Ich würde natürlich schon dafür halten, dass wir bald zu dieser neuen Regelung kommen. Wenn ich aber gleichzeitig auch in Frankreich sehe, was dort aufgrund der katholischen Widerstände läuft, dann ist es sehr ähnlich wie in Deutschland, nämlich eine kleine Minderheit versucht einer großen Mehrheit des Volkes, das Selbstbestimmung will und ausdrücklich immer wieder bestätigt, ihren Willen und ihre Begründung, ihre Werte aufzuzwingen. Wir versuchen jetzt ja mit allen Mitteln, mit Hilfe auch des Bündnisses in Deutschland, den Politikern klarzumachen, das Volk denkt anders als ihr Politiker. Die Christen an der Basis denken anders als ihr Kirchenvorsitzenden. Die Verbraucher von Medizin denken anders als die Pharmahersteller. Es muss also in Deutschland unbedingt und natürlich möglichst bald etwas geschehen. Wir lassen diese Welle nicht über uns hinwegrollen. Und jetzt, glaube ich, jetzt oder nie ist der entscheidende Moment gekommen. Eine Frage an Erwin Kress. Du bist ja einer der Autoren dieses HVW-Papiers.
am Ende des Weges, dass Sie hier auf den Infotischen finden. Da sind ja viele Positionen drin, die, denke ich mal, alle unsere Bündnispartner nur unterstützen. Aber in diesem Papier gibt es ja auch einen Vorschlag darüber, wie man die Suizidbeihilfe regeln könnte. Und ihr schlagt ein Gesetz im Strafgesetzbuch vor. Könntest du diese Konzeption kurz mal erläutern? Ja, es geht bei diesem Vorschlag eigentlich nur um die Rechtssicherheit. Dieser Vorschlag zielt darauf ab, diese unklare Garantenstellung zu beseitigen, die heute eben einen Arzt, einen Polizisten, Feuerwehrmann oder wen auch immer, der einen Suizidenten antrifft, eigentlich dazu verpflichtet, ihn zu retten, ihm das Leben zu retten, nicht seinen Suizidversuch zu retten. Das ist der wesentliche Inhalt dieses Vorschlags. Und ansonsten stellt er nochmal klar, wer einem suizidwilligen, frei verantwortlichen Suizidenten bei seinem Sterben hilft, ist nicht strafbar. Also es geht in keiner Weise um irgendeine Verschärfung, sondern es geht nur um eine rechtliche Klarstellung. Wir haben ja heute Morgen schon sehr viel gehört von Unklarheiten, die es in diesem Rechtsbereich noch gibt. Man muss das sicherlich nicht ins Strafrecht schreiben, da bin ich kein Experte, würde Professor Hegel vielleicht ganz anders sehen. Vielleicht kann man es woanders unterbringen. Eine Variante haben wir von Professor Rosbuch gehört vorher. Auch darüber könnte man zum Beispiel das Garantenthema noch mit aufnehmen. Also, wie auch immer man das macht, worum es geht in Deutschland, ist die Beseitigung von ein paar Unklarheiten und am Ende natürlich das, was auch Herr Sträbling angesprochen hat, das Thema, wie macht man einen Suizid fachgerecht? Also Frage Betäubungsmittelrecht. Wenn Arnold noch mit der Kaffeemühle rumreißen muss, wendet sich alle ganz entsetzt ab, auch ein Ritter, und sagt, das ist ja ganz schlimm. Aber es ist eben die Praxis bei uns, weil Mittel der Wahl nicht zugelassen sind. Und da darf man sich nicht abwenden, sondern muss sagen, was sind wir denn für ein blödes Volk, dass wir nicht in der Lage sind, das medizinisch sauber hinzukriegen. Okay, vielen Dank. Sie können auch wieder klatschen. Frau Will, als ehemalige Verfassungsrichterin und Juraprofessorin haben Sie sicherlich eine dezidierte Meinung dazu, wie man das gesetzlich gut verankern könnte. Wie sehen Ihre Vorstellungen dazu aus? Würden Sie das auch im Strafgesetzbuch machen? Ich glaube, das ist anders. Ja, ich würde es im Strafgesetzbuch schreiben, ganz klar. Und ich vertrete diese Position auch gemeinsam mit meinem Verein, der Humanistische Union. Also wir haben einen solchen Gesetzesvorschlag gemacht. Und zwar ganz einfach deswegen, weil hier immer wieder festgestellt wurde, dass in der Praxis ganz hohe Unsicherheiten über die geltende Rechtslage existiert. Und selbst so mutige Menschen wie Dr. Arnold sich durchaus dann vor der Justiz fürchten, wenn der Staatsanwalt kommt und den entsprechenden Antrag stellt. Oder bei Herrn Arnold war es ja ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Ich denke, allein wegen der Klarstellungsfunktion, die das Ganze hätte, wäre es wichtig, dass der derzeitige Stand, den wir haben, also A, Erlaubnis der passiven Sterbehilfe, Erlaubnis der indirekten Sterbehilfe und Straffreiheit für den assistierten Suizid im Strafgesetzbuch stehen. Also wir fordern dann noch weiteres, aber ich denke, darüber müssen wir hier im Bündnis dann auch sprechen. Also die Klarstellungsfunktion, und dahinter gibt es, denke ich, auch gewichtige juristische Gründe.
Das, was wir hier vorgestellt haben, ziemlich übereinstimmend als geltende Rechtslage, ist Richterrecht. Und zwar entwickelt über die Rechtsprechung, dann abgesichert durch höchstrichterliche Rechtsprechung vom BGH. Der hat dann so judiziert. Und das bedeutet, dass der Gesetzgeber sich seiner Gesetzgebungsfunktion faktisch verweigert hat. Er hat nicht reagiert und das ist Teil der Tabuisierungsstrategie, die wir in der gesamten Gesellschaft haben, wenn es um das Sterben geht und das, was erlaubt ist. Als wir angefangen haben zu diskutieren über die Patientenverfügung, war relativ klar in der ersten Runde, dass es im Strafgesetzbuch muss. Damals hat Brigitte Tsipras als Justizministerin die sogenannte Kutscher-Kommission eingesetzt. Kutscher ist ein BGH-Richter aus dem Strafsenat gewesen und er hat ganz selbstverständlich vorgeschlagen, dass eine Regelung über passive Sterbehilfe und indirekte Sterbehilfe ins Strafgesetzbuch kommt. Erst als das Ganze im Kabinett gescheitert ist, kam dieser Ersatzvorschlag, es im Betreuungsrecht im BGB zu machen. Also darüber muss man sich klar sein. Und die Juristen haben auch 2006 auf ihrem Juristentag ziemlich einhellig einen Vorschlag für Strafgesetzbuch aufgeschrieben. Wichtig ist es über die Klarstellungsfunktion hinaus, auch deswegen, weil zwar der BGH vieles durchjudiziert hat, aber das Verfassungsgericht, was allein also unter den Gerichten die Möglichkeit hat, festzustellen, was verbindliche Verfassungslage ist, nicht in allen diesen Punkten bisher recht gesprochen hat. Das ist die Situation. Deswegen wäre es meines Erachtens nach ganz wichtig, dass auch der einfache Gesetzgeber, und zwar der Strafgesetzgeber, der das schärfste Schwert in der Hand hat, die Rechtslage klarstellt und sagt, an welcher Stelle Sterbehilfe straffrei ist. Also das ist eine Position, die wir vertreten und wir sind als Bündnis uns, denke ich, darüber einig, dass es natürlich nicht passieren darf, dass die jetzige Rechtssituation einfach verschlechtert wird durch ein Verbot, wie das der Gesundheitsminister angekündigt hat und wie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Darüber sind wir uns einig und wir sind uns auch darüber einig, dass die ärztlichen Regelungen der Landesärztekammer, die das den Ärzten untersagen wollen, weg müssen. Aber ich denke, man muss jetzt die gesellschaftspolitische Diskussion, die kommen wird, wegen des Vorstoßes von Kohl und der Großen Koalition ummünzen in etwas Produktives, Positives. Und weiterhin das ist eine Frage jetzt des Bündnisses hier in der Organisation, die wir untereinander diskutieren müssen. Wir haben schon mal andiskutiert und Herr Rosbruch hat das ja heute auch gemacht, dass es wahrscheinlich darauf ankommen wird, wenn jetzt die verschiedenen Entwürfe im Bundestag eingebracht werden, aus den verschiedenen Abgeordnetengruppen, dass wir dann auch als Bündnis relativ klar sagen, was wir wollen in Form eines Gesetzesentwurfs. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bill. Ich denke, das ist auch ein Punkt, den viele jetzt teilen würden, dass der nächste Schritt auch wäre, dass wir etwas Alternatives vorstellen. Ich würde gerne Herrn Hilgendorf fragen, auch zu dieser gleichen Frage. Also er hat ja, soweit ich das verstanden habe, dafür plädiert, es eher nicht ins Strafgesetzbuch zu bringen, sondern es eher zivilrechtlich zu lösen. Und mich würde es interessieren, woher der Dissens von zwei so renommierten Experten kommt, die doch beide inhaltlich eine sehr ähnliche Positionen vertreten. Ja, das ist vielleicht kein wirklicher Dissens. Heute Morgen haben wir ja gesprochen über die Frage der Beihilfe zum Suizid, genau genommen, und die Einführung einer Strafbarkeit dafür. Und ich bin der Meinung, eine Regelung der Beihilfe zum Suizid sollte nicht im Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Das war die Botschaft.
Eine ganz andere Frage ist die Frage, ob die bisherige Rechtsprechung, vor allem der Strafsenate, seit einiger Zeit auch der Zivilsenate, zum Sterbehilfethema allgemein, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Umgang mit Patientenverfügung und so weiter, ob das nicht in einem eigenen Gesetz geregelt werden sollte, ein Sterbehilfegesetz. Und so ein Sterbehilfegesetz hätte überwiegend strafrechtlichen Charakter. Das wäre letztlich ein Strafgesetz und das kann man im Nebenstrafrecht positionieren. Man kann es aber auch ins Kernstrafrecht übernehmen. Im Kernstrafrecht hätte es den Charme, dass es sozusagen klarstellend wirken würde. Also das ist kein echter Dissens. Ich habe heute Morgen gesprochen über eine Regelung der Beihilfe zum Suizid. Ich habe gesagt, das darf nicht strafrechtlich erfolgen. Wir brauchen keine Strafnorm, wie das Herr Borasio und Taubitz und so vorgeschlagen haben. Wenn man das regeln will, sollte man es im Zivilrecht regeln. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die sehr klug ist, aber die sich auch so schrittweise vorgetestet hat, dass die jetzt nach 20 Jahren endlich mal in Gesetzesform kondensiert werden sollte. Das hat einen Grund, den die Kollegin auch angedeutet hat. Eigentlich sollten in einer Demokratie die wichtigen Fragen vom Gesetzgeber entschieden werden und nicht von Gerichten. Wir stimmen zwar dem Gericht hier zu, der BGH verdient Respekt und Zustimmung, aber das sind ein paar Leute in den Senaten, die treffen diese großen Entscheidungen. Wieso eigentlich? Das sollte die Bevölkerung tun durch ihre gewählten Repräsentanten und das muss in Gesetzesform festgegossen werden. Ich habe also aus demokratietheoretischen Erwägungen heraus schon ein gewisses schlechtes Gefühl dabei, dass hier Karlsruhe die Regeln vorgibt. Und wenn ich das noch anfügen darf, wir haben in Würzburg 3 Honorarprofessoren aus unseren Strafsenaten, Herrn Fischer, Herrn Schmidt, das sind die beiden berühmtesten, und Herrn Graf, der ist auch relativ berühmt. Und die erzählen, so wie das in so den Kantinen diskutiert wird am BGH, wie die zusammenkommen und dann wieder der Fall, es ist ja unmöglich, wir müssen was machen, macht die Politik was? Nein, die macht nichts, dann machen wir es, wir gehen durch, bis endlich mal der Bundestag entscheidet. Also insofern stimme ich der Kollegin vollkommen zu. Ich meine nur eine Regelung der Beihilfe, im schlimmsten Fall ein Verbot der Beihilfe im Strafgesetzbuch, das ist verfehlt, das sollte es nicht geben. Frau Willert, also erstmal können Sie mal klatschen. Frau Willert hat gesagt, sie stimmt dem auch zu. Also wir haben jetzt ja offensichtlich keinen Dissens. Die Frage wäre dann eine strategische Frage, womit man vorbrecht in der jetzigen Situation. Man würde dann eben sagen, okay, das hier wäre das, was für das BGB zur Regelung der Beihilfe und das andere ist das Sterbehilfegesetz, das dann aber kommen muss, um endlich auch Klarheit in diese strafrechtliche Position reinzubringen. Ist das so? Also die Chancen, ein Sterbehilfegesetz durchzusetzen, sehe ich erstmal nicht. Also die Situation zurzeit ist so, dass man erstmal diesen schlimmen, gefährlichen Angriff abwehren muss. Aber es könnte sein, dass der Angriff sozusagen nach hinten losgeht und dass jetzt der Boden bereitet wird, endlich für ein vernünftiges Gesetz. Und es gibt etliche Gesetzgebungsvorschläge, schon Mitte der 80er, Alternativentwurf, Sterbehilfe, Entscheidung des Juristentages, Vorschläge von vielen Kollegen, auch unser Hauptstar Roxin hat sich mal dazu geäußert. Also es gibt Vorschläge in Höhle und Fülle, die auch vernünftig sind. Die könnte man umsetzen, aber ich bin da skeptisch. Ich sehe die Chancen erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal darum, ein strafrechtliches Verbot der Beihilfe zum Suizid, was Leute wie Herrn Arnold in die Kriminalität drängen würde, so etwas zu verhindern. Das ist das Problem, vor dem wir jetzt unmittelbar stehen. Aber man könnte jetzt mit einem Vorschlag wie dem von Herrn Rossbruch kommen und sagen, das wäre unser Vorschlag, das über das BGB zu regeln und das wäre also etwas, was man machen würde. Ich wollte, bevor ich Herrn Rossbruch nochmal zu sagen, weil wir wollen auch darüber diskutieren, fragen, wie das Herr Sträteln sieht. Sie haben das ja hier heute Morgen auch sehr prononciert dargestellt, wie die Situation ist und was man tun könnte. Würde Ihnen das helfen, wenn es eine solche Klarstellung noch im BGB gäbe oder würden Sie diesen Vorschlag nicht unterstützen? Noch einmal mehr, kein Grundsatzdissens sozusagen. Ich bin ja so ausgewiesen, dass ich gesagt habe, eine Klarstellung des geltenden Rechts, in welcher Rechtsnorm auch immer, ob Strafrecht, wäre persönlich aus dem Bauchgefühl meine Präferenz. Ich fremdele ein bisschen mit dem Gedanken, das ins bürgerliche Gesetzbuch zu tun. Da wäre ich vorsichtig mit einer Analogie zum Betreuungs- und zur Patientenverfügung.
da habe ich kein unüberwindbares Problem mit, solange es eben lediglich eine Klarstellung des geltenden Rechtes ist. Hier kommen wir aber jetzt an die Rechtspolitik und da werfe ich einen Anker und sage ganz große Vorsicht bitte. Alle Initiativen, die da in den letzten Jahren waren mehr oder weniger genannt oder nicht genannt kaschierte Verbotsinitiativen. Also vorsichtig, es ist bisher, wir haben allen Grund zu ganz, ganz tiefen Rechts- und gesellschaftspolitischen Misstrauen, erklärten Misstrauen gegenüber diesen Regelungssachen. Es sind alles verdeckte Verschärfungsvorschläge und da müssen wir ungeheuer auf der Hut sein. Frage kam nach der Strategie. Da würde ich doch sagen, wir ziehen uns, es ist eine rechtspolitische Diskussion, auf gute rechtspolitische Methoden zurück. Das heißt, wer regeln will, belegt zunächst einmal den Regelungsgegenstand, belegt den Regelungsbedarf, führt ausdrücklich aus, wie er denn bitteschön konkret regeln will. Meine Damen und Herren, was momentan strategisch alles hochgespuckt wird, ich sage es sehr brutal, hingerotzt. Ich habe inzwischen schon richtig keine Lust mehr. Bei den allermeisten Stellungnahmen lese ich nicht bis Seite, sondern bis Zeile 3 und stelle fest, die wissen nicht einmal, was das geltende Recht ist, geschweige denn, was die Rationalen davon sind. Sowas können wir nicht ernsthaft diskutieren und da müssen wir, denke ich, aufpassen, dass die ganze Kiste nicht zerredet wird. Deswegen wäre mein Vorschlag, wenn wir dann regeln, nein, bitte keinen zurück, unter keinen Umständen zurück unter geltendes Recht. Und bitteschön, wer regeln will, das ist die Gegenseite, ich hätte gerne mal ganz klare, widerspruchslose Regelungen vorgelegt und das ist eben die Kiste. Ich habe Ihnen die Liste gezeigt, der vielen Versuche, es zu regeln, ist alles da gewesen. Und wenn Sie dann irgendwie versuchen, es mit zusätzlichen Gültigkeitskriterien, Wirksamkeitskriterien und so weiter zu belegen, dann kriegen wir das nicht wertungswiderspruchslos hin. Und das wird kommen wir dann zur verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit. Dann heißt es von der Gegenseite, ja, wir wollen den theoretisch denkbaren Missbrauch einschränken. Und wenn wir das alles dann gut analysieren, stellen wir fest, auf der Seite ist eine große Null. Wenn wir dann auf der anderen Seite die Wertungswidersprüche analysieren, stellen wir fest, das betrifft absehbar Hunderte, wenn nicht Tausende Patienten pro Jahr. Deswegen bin ich sehr gelassen, was die Bewertung der verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit der derzeitigen Initiativen betrifft. Da würde ich auch ausdrücklich widersprechen. Auch Horasio-Vorschlag kann von diesem Hintergrund überhaupt nicht verhältnismäßig sein, verfassungsrechtlich. Da ist eine Null, da sind Tausende von betroffenen Patienten, wo in Grundrechte eingegriffen werden. Also dieser verfassungsrechtlichen Beurteilung sehe ich doch mit großer Gelassenheit entgegen. Wir können regeln. Wie gesagt, ich habe es auch eingebaut, man kann es machen. Aber ganz tiefe Skepsis und ich empfehle im Zweifelsfall tiefes Misstrauen. Momentan sind das alles kaschierte Verbotsvorschläge. Insofern denke ich, bevor ich mich dahin gebe, um zu sagen, da fangen wir mal was Eigenes an auszugraben, hätte ich doch ganz gerne gesehen, was die denn tatsächlich für konkrete Regelungsvorschläge haben. Von denen, die auf dem Tisch liegen, hat keiner, nicht einmal ansatzweise eine Chance. Und ich denke, wir sind uns auch im Bündnis einig, dass wir denen auch keine Chance lassen werden. Ich werde jetzt noch Herrn Rossbruch zu Wort kommen lassen, dann sind wir mit der ersten Runde hier durch und dann können wir auch das Podium schon gleich eröffnen, auch für Fragen. Aber ich möchte Herrn Rossbruch natürlich auch fragen zu seinem Entwurf. Er hat den ja natürlich auch aus einer politisch-strategischen Perspektive heraus entwickelt, weil er ja auch Erfahrung hat, nebenbei wir haben auch Erfahrung, nehmen wir mal die Gnadenbestrafungsdebatte, da war eigentlich auch rechtslogisch klar, dass das, was der Bundestag da tut, eigentlich gar nicht funktionieren kann. Es verstößt gegen so viele Rechtsnormen. Und trotzdem haben sie es letztlich durchgesetzt, sodass man möglicherweise eben
doch noch skeptischer sein muss als das, was Sie schon vorgetragen haben, ja, wie viel Sachverstand da waltet, wenn solche Gesetze erlassen werden. Aber vielleicht erklären Sie nochmal, warum Sie es wichtig finden, gerade in der jetzigen Situation mit einem Alternativvorschlag zu kommen. Ja, also zunächst mal bin ich ganz bei Kollegen Lindendorf. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Regelungen und gegen Rechtssicherheit. Also das ist natürlich klar. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir mehr Rechtssicherheit auf die, auch im strafrechtlichen Bereich brauchen. Aber ich bin auch der Auffassung, dass das derzeit nicht durchsetzbar ist politisch. Im strafrechtlichen Bereich eine progressive Rechtsklarheit zu bekommen. Und deswegen mein Vorschlag, ins BGB das aufzunehmen. So etwas Ähnliches ist, wie gesagt, bei der Patientenverfügung auch gemacht worden. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Das ist keine Regelung im Betreuungsrecht, sondern das ist eine Regelung im 630i BGB, das sind die Patientenrechte, die aufgenommen worden sind. Das hat eine ganz andere Außenwirkung, sage ich mir, das sind die Patientenrechte aufzunehmen und nicht ins Betreuungsrecht. Es ist also kein Paragraph des Betreuungsrechts. Das ist ein großer Unterschied. Und ich denke auch, ich weiß nicht, was der Strafrechtler dazu sagt, ich bin kein Strafrechtler, aber dass die Gestattung der Suizidbeihilfe im BGB auch natürlich Auswirkungen auf die Garantenstellung hat. Also ich kann nicht im BGB das gestatten und im Strafrecht sagen, oder man muss eher sagen in der Rechtsprechung, aber wenn ihr jetzt geht, dann verstoßt ihr gegen eure Garantenstellung. Ich bin sowieso der Auffassung, dass das dass da sowieso keine Garantenstellung existiert in einem solchen Fall, aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber das Entscheidende ist, dass das auch irgendwo Auswirkungen hat auf die Garantenstellung. Das heißt also, wir haben mit dieser Regelung im Grunde genommen, was mir ganz, ganz wichtig ist, die Ärzte aus der Schusslinie genommen, ohne Dritte einzuschränken, Dritte jetzt Angehörige bei der Suizidhilfe, denn da gilt nach wie vor das Strafrecht und da gilt nach wie vor die Straffreiheit für die Suizidbeihilfe, für Dritte. Und ich möchte, wie gesagt, ausdrücklich die Ärzte da rausnehmen im BGB und vor allen Dingen das Standesrecht dadurch auch ändern. Denn es ist klar, wenn eine solche Regelung im BGB jetzt endlich mal drin stünde, egal in welchem Gesetz jetzt, ob im BGB oder im Strafrecht, dann kann eine Ärztekammer solche Standesrichtlinien, solche Standesregeln nicht mehr verabschieden. Dann sind sie gesetzeswidrig. Das kann man heute bei dem heutigen Stand so eindeutig nicht sagen. Deswegen sagte ich ja schon, ich habe Probleme damit, dass das verfassungswidrig sein soll, wenn wir nicht diese pauschale Kriminalisierung haben, sondern eine Ausnahmeregelung. Wenn die drin ist und auf solche Ideen kann eine Ärztekammer kommen, dann habe ich die Probleme zu sagen, das ist verfassungswidrig, wenn diese Ausnahmeregelung verhältnismäßig sind. Ja, bevor wir in die Runde gehen, hier gibt es doch Redebedarf noch. Frau Will wollte was dazu sagen und Herr Stein. Ja, ganz kurz. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass diese ärztlichen... Wir sind nicht ans Mikrofon. Ja, Entschuldigung. Also die Humanistische Union hat von Anfang an gesagt, dass die ärztlichen Berufsregeln, die den assistierten Suizid und die Sterbebegleitung behindern, verfassungswidrig sind. Aber er hat insofern recht, als es nicht festgestellt ist. Feststellen kann die Verfassungswidrigkeit dieser Regeln nur ein Verfassungsgericht. Also auch die davor liegenden Fachgerichte können darüber entscheiden, also das VG Berlin kann das verwerfen, aber es ist nicht verbindlich, es ist eine Einzelentscheidung. Erst das Verfassungsgericht kann das zum Gültigen machen und da muss man sagen, ist die Politik der zuständigen Ärztekammer natürlich relativ klug, dass sie ganz wenig tatsächlich dann versuchen durchzusetzen. Sie wissen ganz genau, dass Ärzte sich nicht daran halten, aber sie gehen nicht wirklich gegen sie vor, aus berufsrechtlichen Gründen oder nur in Einzelfällen. Und dann versickert das auf unterer Ebene der Gerichtsbarkeit.
Und solange wir niemanden haben, der tatsächlich belastet ist und mit einer Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgericht kommt, ja, haben wir nicht die Feststellung darüber, dass es so ist. Ich bin der Überzeugung, es ist verfassungswidrig. Das kann ich sagen, als Wissenschaftlerin, als Rechtspolitikerin, als Mitglied der Humanistischen Union. Aber deswegen gilt es noch nicht und ist noch nicht verbindlich festgestellt. Das ist der Punkt. Darf ich kurz nur nachfragen? Ist es auch aus Ihrer Sicht verfassungswidrig, wenn wir die Ausnahmeregelungen hätten, die verhältnismäßig sind? Also, wie gesagt, die haben ja auch schlaue Juristen, die Ärztekammer. Und wenn die solche standesrechtlichen Regelungen hätten mit einer Ausnahmeregelung, die verhältnismäßig ist, ob Sie dann noch der Überzeugung sind, dass das verfassungswidrig ist? Das würde mich jetzt interessieren. Also ich habe Probleme grundsätzlich mit dem Schaffen von Ausnahmeregeln. Also insofern ist der Borasius-Vorschlag, der gezielt ja auf eine Ausnahmeregelung und Sie ein bisschen auch. Was Sie machen, egal wo Sie es hinschreiben, es ist im Grunde genommen systematisch Strafrecht. Also weil es sagt, hier schaffen wir Ausnahmen und regeln das, was eigentlich im Strafrecht derzeit straffrei ist, ein bisschen anders und engen das ein. Und ich habe große Bedenken, ohne jetzt Strafrechterin zu sein, also da würde ich immer meinen strafrechtlichen Kollegen sehr genau zuhören, dass wir das erstens so wie vorgeschlagen bei Ihnen und bei den Patientenrechten, also letztlich dann doch im bürgerlichen Recht unterbringen. Und zweitens mit diesen Ausnahmeregelungen nicht Verengungen des Zustandes haben, schaffen, den wir jetzt haben. Also das ist der Punkt bei mir. Vielleicht doch noch mal weiter zwischen. Entschuldigung. So, jetzt soll ich lebendig sein. Ausnahmeregelungen habe ich jetzt nicht in meinem Vorschlag. Ich spreche von den Ausnahmeregelungen in den Standesrechtsverordnungen. Also nicht im Strafrecht, sondern in den Standesordnungen. Also wenn jetzt das VG Berlin hat ja festgestellt, es ist deswegen eigentlich mehr oder weniger verfassungswidrig, weil wir eine pauschale Kriminalisierung der Beihilfe haben. So, daraus könnte man jetzt schlussfolgern, okay, wenn diese Kriminalisierung nicht pauschal ist, sondern die Ärzteordnungen eine Ausnahmeregelung machen, die verhältnismäßig ist, ob das dann noch verfassungswidrig ist, das ist meine Frage. Entschuldigung, da habe ich Sie missverstanden. Ich war jetzt auf einer ganz anderen Schiene, in die Straffreiheit der Beihilfe zum Suizid reinzugehen. Oder eben zu sagen, es ist gar nicht mal eine Beihilfe, ist möglich, weil eben die Haupttat keine Straftat ist. Das, was Sie meinen, wenn die Ärztekammer in ihrem Berufsrecht dort Ausnahmen macht, ich denke, es ist nicht eine Frage von Ausnahmen, an der die Verfassungswidrigkeit dieser berufsrechtlichen Normen hängt, sondern es ist die Frage generell, dass eine Satzungsnorm überhaupt nicht in der Lage ist, das, was die Verfassungsordnung vorgibt, in irgendeiner Weise einzuschränken, so wie sie es tut. Natürlich kann man jetzt sagen, die Grundrechte, die wir in Bezug nehmen, ob Handlungsfreiheit, Selbstbestimmungsrecht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, oder Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die haben ja alle Gesetzesvorbehalte, die auch im Satzungsrecht dann genutzt werden könnten. Aber ich denke, der Punkt ist an der Stelle, dass sie das, was eigentlich grundsätzlich existiert, ja, an Freiheitsrecht, in, wenn ich das jetzt in Berufsregeln verengen, transportiere, in einer Weise einengen, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist. Also das würde ich am Ende immer sagen, auch mit Ihren Ausnahmeregelungen, die Sie jetzt zur Diskussion stellen. Es bleibt dabei, ja? Weil Sie dort in einer Weise grundsätzlich reingehen, dass die Verhältnismäßigkeit unterlaufen ist. Okay. Aber das kann man jetzt juristisch natürlich noch verfeinern, würde ich auch können, aber ich denke, das ist jetzt nicht so funktioniert. Ja, Herr Sträting hatte sich noch gemeldet und Herr Helgen noch zu genau dieser Frage. Ja, das wollte ich mir machen und dann würde ich auch gerne den Christian Arnold noch begrüßen, der es geschafft hat, sein Tagesthemen-Interview hinter sich zu bringen. Achso, er ist zurückgerannt. Mitten im Interview. Sie kommen gleich wieder zurück. Okay.
Ja, zunächst einmal würde ich auch gerne aufgreifen, was Frau Wien gerade nochmal gesagt hat. Ich glaube, ein bisschen Erbarmen mit unserem Publikum, das sind sehr, sehr hochspezifische Diskussionen. Das gehört in die entsprechenden Anhörungen im Bundesrat, aber nicht unbedingt hier. Ja. Aber ich möchte trotzdem, weil es angesprochen ist, ganz kurz versuchen, ich hoffe, es bleibt einigermaßen verständlich. Mit Ihrer ärztlichen Sondergesetzgebung im BGB, die wie gesagt, ich fremde ein bisschen damit, ich bin mir nicht sicher, was mit Ihnen gewonnen ist. Ich hatte Ihnen dargestellt, Suizidhilfe kann unter gar keinen Umständen tatsächlich nur ärztlich laufen. Ich verstehe nicht so ganz, was dann gewonnen ist, wenn wir letztlich auch regeln müssen, theoretisch zumindest, wie man denn dann die besonders umstrittenen Vereine regelt, die ja nicht regeln wollen, oder nichtärztliche Berufsgruppen, die sagen, in ihrer Regel ja dann nach wie vor straffrei werden, aber im Strafgesetzbuch, aber dann auf der anderen Seite nach derzeitiger Diskussion für regelungsbedürftig empfunden würden vom Gesetzgeber. Also da ist dann auf einmal nicht vollständig geregelt. Da fremde ich mich, da sehe ich nicht so wirklich den großen Gewinn. Zu Ihrer Argumentation mit den Ausnahmeregelungen, da würde ich doch ganz bewusst widersprechen. Wichtig ist, das ist jetzt mehrfach angesprochen worden, bei der Frage, der Dreh- und Angelpunkt bei Ausnahmeregelungen ist immer die Verhältnismäßigkeit. Und das hatte ich ja schon erwähnt, da haben Sie auf der einen Seite eine große Runde Null und auf der anderen Seite haben Sie recht, haben Sie massive Eingriffe in Patientenrechte und Rechtssicherheit für die Betroffenen. Und ich lebe in einem Land, meine Damen und Herren, das momentan die gleiche Diskussion hat, aber an denkbar schlechteren Grundvoraussetzungen, weil in Großbritannien tatsächlich der assistierte Suizid strafbar ist. Und aber auch nicht im öffentlichen Interesse, es gilt, ihn strafrechtlich zu verfolgen. Die Regelung, die man derzeit hat, unterhalb der Gesetzesebene und der Gerichtsebene sind Ausnahmeempfehlungen, dann und dann wird halt eben nicht strafverfolgt. Es gibt eine 35 Positionen, Punkte, Empfehlungsliste der britischen Generalstaatsanwaltschaft. Das ist extrem widersprüchlich, es ist nicht, damit können Sie nicht umgehen und Sie haben letztlich auch nur die Aussage, wenn dieses Kriterium vielleicht erfolgt, ist allenfalls Ihre Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie strafverfolgt werden. Meine Damen und Herren, Rechtssicherheit sieht sicherlich anders aus. Und also das heißt, wir haben, letzter Punkt, diese ganze Diskussion x-mal durchgehechelt. Wir kriegen letztlich, wenn wir zusätzliche Wirksamkeitserfordernisse, Ausnahmen definieren, es nicht widerspruchsfrei geregelt. Es wurde ja schon immer wieder diskutiert, was zu regeln. Es gab ja viele Sachen und es ist immer aus denen wie das Hornberger Schießen, weil wir eben am Ende festgestellt haben. Also ich denke da, also die Ausnahmeregelungen, Verhältnismäßigkeit, das sehe ich nicht. Und ich denke, ich würde noch mal sagen, zum letzten Punkt von Frau Will, die Frage, wie gehen wir mit den Kammern um? Ich denke, wir sind uns einig, das ist rechtsfehlerhaft. Meine Position wäre dazu, dass wir das ein bisschen von der juristischen Ebene runterholen, und zwar auf die politische Ebene setzen. Und zwar einfach Folgendes sagen, liebe vor allem SPD-Regierungsländer, ihr habt für eure Landesärztekammern ärztliche Berufsordnungsrecht genehmigt, das rechtsfehlerhaft ist. Das hättet ihr gar nicht genehmigen dürfen. Wir machen euch hiermit darauf aufmerksam, das ist rechtsfehlerhaft. Und jetzt macht mal bitte Folgendes, ihr überprüft das, ihr stellt fest, es ist rechtsfehlerhaft und ihr zieht die Genehmigung zurück. Und dann kann die Ärztekammern werden natürlich Zettel und Mordio schreien und drohen. Ich glaube aber nicht, sie werden klagen, weil sie eigentlich, denke ich, wissen, dass sie keine Chance haben. Ich denke, wir sollten, also mein Plädoyer wäre, lassen Sie uns das als politisches
Forderung machen. Lassen uns unsere Politiker, die sagen, sie wollen Suizidhilfe für Ärzte ermöglichen, beim Wort nehmen und sie festlegen, dann machen das doch mal so. Ja, also wir sollten. Es war noch nur eine Meldung von Herrn Gilgendorf, der hoffentlich die politische und die rechtliche. Ja. Politische, weil es ist ja nicht nur eine rechtstheoretische Frage. Manches ist eben rechtsdogmatisch einsichtig, aber leider eben politisch nicht zu vermitteln, weil es eben keine Politiker gibt, die darin irgendein Interesse erkennen können, das zu Widerwahl führt. Ja, ich wollte auch also dazu beitragen, dass Dinge etwas verständlicher werden und vielleicht auch dann etwas politischer werden. Zur Klarstellung, also wir sprechen über sehr viele Gebiete mehr oder weniger gleichzeitig. Die eine Frage ist, braucht man ein Sterbehilfegesetz, in dem etwas geregelt ist wie passive Sterbehilfe, ein Arzt endet die Behandlung, aktive Sterbehilfe, ein Arzt setzt eine tödlich wirkende Spritze auf mit Zustimmung des Betroffenen, assistierter Suizid, der Arzt hilft bei der Selbsttötung. Was sind die Voraussetzungen einer rechtswirksamen Einwilligung in dem Kontext? Wie geht man mit Sterbehilfevereinigungen um? Und. Das wäre alles Themen eines Sterbehilfegesetzes. So ein Gesetz wäre überwiegend strafrechtlich und das macht Sinn. Ich sehe es nur derzeit nicht. Das Klima ist ein anderes. Das Klima zielt ab auf eine Verschärfung des Strafrechts in einem ganz eng begrenzten Bereich, nämlich die Einführung einer Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid durch Ärzte. Das ist etwa das, was Horacio vorgeschlagen hat, mit einer Ausnahmeregelung. Herr Gröhe will das wohl ohne Ausnahmegenehmigung. Mein Kollege heute Morgen war, wir sollten kein strafrechtliches Verbot in diesem Bereich einführen. Und die dritte Dimension, das ist eigentlich vielleicht noch mehr als drei, aber die dritte, das ist das Garantenstellungsproblem. Das muss hier alle total verwirrt haben, weil wir das auch gar nicht hier besprochen haben. Da geht es um die Frage, kann sich ein Arzt dadurch strafbar machen, dass er straffrei einem Patienten hilft, dann aber vor Ort bleibt. Also er gibt ihm ein tödlich wirksames Medikament, die Patientin schläft ein, er bleibt dabei, er hält die Hand, er will noch irgendwie körperliche Nähe, er vermittelt. Und dann kommt der Staatsanwalt und sagt, ja, okay, solange Sie nicht Tatherrschaft hatten, waren Sie nur Gehilfe, es ist straffrei. Als die Frau bewusstlos wurde, ging die Tatherrschaft an sie über, sie wurden Täter. Und dadurch, dass sie nicht eingegriffen haben, haben sie sich wegen Körperverletzung oder Totschlag sogar durch Unterlassen strafbar gemacht. Das kann man nur, wenn man eine Garantenstellung hat. Und da ist eben die Diskussion seit 25 Jahren in der Dogmatik und strafrechtlicher Wissenschaft, haben diese Ärzte eine Garantenstellung oder nicht. Da man nicht weiß, wie die Gerichte entscheiden, sind die Ärzte klug und verlassen den Ort des Geschehens mit der fatalen Folge, dass die Patienten zum einsamen Sterben verpflichtet sind. Wer da ist und helfen könnte, kann nicht sicher sein, dass ein Staatsanwalt nicht sagt, Sie haben eine Gartenstellung, Sie müssen helfen. Und darauf zielt dieser Gedanke hier, dass man gesetzlich festschreibt, er hat keine Gartenstellung. Das macht also Sinn, aber das ist ein drittes Problem, das ist ein Sonderproblem. Und ich würde meinen, wir sollten jetzt nicht zu sehr uns in strafrechtsdogmatische Details verlieren, obwohl mir persönlich das viel Spaß macht. Das ist mein tägliches Geschäft, sondern auch vielleicht auch mal die politische, auch religiöse Dimension, wenn Sie das wollen, ansprechen, Durchsetzbarkeitsfragen. Also es gibt eine Menge Probleme auch außerhalb der Strafrechtsdogmatik, die man auch thematisieren könnte. Die Frage ist ja, wie gehen wir weiter vor? Politisch ist jetzt können wir gleich das eröffnen, aber ich möchte wenigstens noch einmal Christian Arnold zu Wort kommen lassen, der zu spät jetzt hier hinkam, weil er verpflichtet war mit den Medien. Christian, es ist ja so, dass du diese modifizierte Garantenpflichterklärung eben unterschreiben lässt. In der Situation ist es, und bisher ist das ja auch nicht von Gerichten in Frage gestellt worden, sondern es ist bestätigt worden, dass gewissermaßen der Arzt vom Garanten des Lebens zu einem Garanten des Sterbens werden kann. Glaubst du, dass, du hast es ja heute Morgen mitbekommen, da war der Vorschlag von Herrn Rosbruch, dass das zusätzliche Sicherheit geben würde, wenn es eine solche Klausel im BGB gäbe, einen Paragraphen Hilfe zur Selbsttötung, würden sich dann mehr Ärzte trauen? Ja, das kann sein. Die Frage ist, wir müssen sich auch überlegen.
erstmal vorwiegend Rechtsanwälten, die das da auskennen, beraten lassen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich kann nur aus der Praxis erzählen, wie es da läuft. Und in der Praxis ist es so, dass eben ich eine Garanten, eine Abt, also die Rechts, Professor Engel wird ja sagen, das geht oder nicht. Also jedenfalls einige Rechtsanwälte haben es gesagt, Herr Kutz oder Gräfer oder Kutzer, dass ein Mensch in einer letzten Patientenverfügung bestimmen kann, dass wenn er nicht mehr urteilsfähig ist, wenn er bewusstlos ist, dass er dann mir verbietet, meine Garantenpflicht an ihm vorzunehmen, sozusagen, oder zu erfüllen. Er tritt die ab. Und das ist der Witz, die Erfahrung ist die, dass in mehreren Fällen ist es also auch so geschehen, einmal mir und zweimal im Raum München, im bayerischen Raum, dass eben Angehörige dabei geblieben sind, obwohl die Menschen versucht, sich suizidiert haben, und sie haben so lange gewartet, bis die dann verstorben waren, und dann kommt ja die Ermittlung, unnatürlicher Tod erklärt, und dann kommt die Kriminalpolizei. Und in keinem Fall hat ein Gericht ein Verfahren eröffnet. So sieht die Praxis aus, aber das ist eben Rechtsunsicherheit. Wir wissen nicht, es kann auch mal irgendwo ein wild gewordener Staatsanwalt das anders sehen. Okay, da müssen wir uns dann auch wieder auf die Bundesgerichte wahrscheinlich verlassen, wir würden dann durch alle Instanzen gehen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass bei dem wohlwollenden Verhalten der nächsthöheren Richter letzten Endes jemand verurteilt wird. Das haben wir ja bei Herrn Kurz gesehen. Nicht? Also so sieht das eins, was ich sagen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich bin kein Jurist, aber wenn ein Patient bei vollem Bewusstsein, und man könnte das ja machen vor laufender Kamera, oder man könnte das handschriftlich machen lassen, solche Erklärung abgibt, dass die nicht auch über den Bewusstseinsverlust hinaus gilt, dann dürften ja, dann würde ja auch kein Testament gelten oder irgend so etwas. Weil man sagt, er war vorher im Liebeswahn und hat es seiner Freundin vermacht, das ganze Haus und das ganze Geld. Das wird ja immer wieder versucht, aber das geht ja auch nicht. Also ich weiß nicht, ob man diese Parallele, ob die erlaubt ist, aber es ist meiner Meinung nach rechtlich hinaus gleich. Gut,